Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Milliarden Jahre sind vergangen, seit unser Sonnensystem entstanden ist. Millionen Jahre, seit sich Leben auf der Erde regte und der Mensch in die Geschichte trat. Tausende von Jahren, seit Stämme, Völker und Kulturen sich bildeten. Es war im Jahr 3761 jüdischer Zeitrechnung, mehr als 2000 Jahre seit Abrahams Geburt, 1500 Jahre seit Mose das Volk Israel aus der Knechtschaft Ägyptens führte, 1000 Jahre seit der Salbung des David zum König in Jerusalem, 752 Jahre nach der Gründung der Stadt Rom, im 42. Jahr der Regierung des Kaisers Octavianus Augustus als weite Teile des Erdkreises der Herrschaft Roms unterstanden, da kam Christus, der Sohn des ewigen Vaters, in die Zeit und wurde Mensch, um alle Welt zu heiligen durch seine rettende Ankunft. Empfangen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria, nach 9 Monaten im Schoß seiner Mutter kam er in Bethlehem im jüdischen Land zur Welt. Heute feiern wir die Geburt Jesu Christi in unserem irdischen Fleisch. Bitten wir darum, dass er mit seinem Geist mitten unter uns ist. Herzlich willkommen heute am Heiligen Abend zur Christmette hier in der Gemeinde Neuenstein im Ortsteil Saßen. Wir befinden uns hier in einem Stall, also ganz nah dran, wie es war vor 2000 Jahren. Gott wird Mensch und kommt uns in Gestalt dieses Kindes, das uns verbindet und das Gemeinschaft schafft. Und diese Gemeinschaft ist in diesem Gottesdienst spürbar. Denn aus allen Ortsteilen unserer Kirchengemeinde machen heute die Menschen in diesem Gottesdienst mit. Und auch mit den Menschen, die wir heute Abend nicht treffen können, sind wir doch im Geiste verbunden. So beten wir. Du kommst, Gott, du kommst. Ich kann es kaum erwarten, besonders in diesem Jahr. Du kommst in meine Welt. Du kommst in meine Dunkelheit, du kommst in meine Furcht. Du kommst, Gott, du kommst. Ich kann es kaum erwarten. Komm, ja komm, und zeige mir den Weg. Amen. Ich lese uns die Weihnachtsbotschaft nach dem Lukasevangelium. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Kyrenius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie das selbst waren, kam die Zeit, da sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht,
Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasset uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. Maria. Ich habe nicht schlecht gestaunt, als da auf einmal der Engel Gabriel vor mir stand. So mir nichts, dir nichts, aus heiterem Himmel. Und als er mir dann auch noch die Botschaft Gottes gesagt hat, da kam ich aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Du, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Ich sollte den Sohn Gottes zur Welt bringen?
Wie sollte das gehen? Der Zweifel und die Furcht über das Ungewisse, die sind aber schnell gewichen. Ich habe gespürt, Gott selbst ist mit mir. Ich bin Josef. Viele sehen mich als Randfigur, ob in der Weihnachtsgeschichte oder in der Krippe. Und viele fragen mich, hast du nicht damals gestaunt und dich gefragt, wie das alles sein kann? Natürlich habe ich das. Im Traum sagte mir ein Engel, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Welcher Mann von euch heute würde da nicht fragen, ob es ein schlechter Traum ist? Mir war aber schnell klar, es ist etwas Himmlisches, was hier geschieht. Und so tat ich, was der Engel mir sagte. Ich heirate Maria und übernahm damit die Verantwortung als Vater. Das begann damit, dass ich dem Kind den Namen gab. Das fiel in die Zuständigkeit des Vaters. Gottes Sohn wird so von einem Handwerker adoptiert. Ich war bereit, Gott zu folgen. Und da habe ich mehr in den Jahren darauf gestaunt, als zu Beginn. Welch ein Segen hat unser Sohn Jesus der Welt gebracht. Mein Name ist Großer Grauer. Ich bin ein Esel. Ich habe nicht schlecht gestaunt, als Maria und Josef zu uns in den Stall kamen. Maria war hochschwanger und irgendwie war mir schon klar, dass die beiden, Maria und Josef, bald zu dritt sein würden. Alles ging recht schnell. Noch in derselben Nacht kam das Kind zur Welt. Ein Junge, quicklebendig. Sie legten ihn in einer unserer Futterkrippen. Es war ja auch sonst nichts da. Die Geburt hat mich schon ziemlich in Staunen versetzt. Doch ich kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Denn von wegen heilige ruhige Nacht, ständig ging die Stalltür auf und zu. Da kamen Menschen unterschiedlichster Herkunft von überall her. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Alle brachten sie dem Kind Geschenke. Und da wurde auch mir klar, dass dieses Kind etwas ganz Besonderes sein musste. Mein Name ist Daniel. Ich bin Hirte. Ich habe etwas ganz Erstaunliches erlebt. Als ich mit meinen Kollegen und unseren Schafen nachts auf dem Feld war, erschien uns eine große Lichtgestalt. Der ganze Himmel leuchtete wie die Sonne. Es war wunderschön, und da sahen wir ihn, einen Engel. Und er sagte zu uns, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volke widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Und das habt ihr zum Zeichen. Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Ich konnte mich kaum regen. Ein Staunen hatte mich und meine Kollegen ergriffen. Wir besprachen uns und beschlossen, nach dem Kinde zu suchen, von dem der Engel gesprochen hatte. Ich konnte es kaum glauben. Wir Hirten sind arme Leute und haben nicht viel. Gott vergisst uns nicht. Er sieht uns und unser Leben und schenkt uns dieses Kind, das uns Heil bringen soll. Staunen kommt vom schweizerischen Wort Stunen und bedeutet starr blicken, erstarren. So ist es, wenn ich in diesem Jahr darauf blicke, wie schnell sich alles ändern kann. Vieles war und ist in diesem Jahr nicht möglich. So manche Begegnung nicht, so manches Geplante und Ersehnte fest nicht. Und man stand hilflos da, starr blickend. Und all das ist nichts gegenüber der Tatsache, dass viele Menschen einsam gestorben sind in Altenheimen und Krankenhäusern, dass viele Omas und Opas fast verzweifelt sind,
wenn sie ihre Enkel lange Zeit nicht in ihre Arme schließen konnten. Von wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie mal ganz abgesehen. Staunend blicke ich aber auch auf die vielen Menschen, die anderen geholfen und beigestanden haben, einkaufen gegangen sind, Briefe geschrieben haben, angerufen haben, Fensterbesuche gemacht haben und ganz vieles mehr. Staunend blicke ich auch auf das Kind in der Krippe, auf Jesus. Selbst in solch prekärer Situation zur Welt gekommen, wird er zum Friedensbringer, zur Hoffnung für diese Welt, gerade jetzt. Maria, Josef, die Hirten, die Tiere und wir staunen vor dem, was da vor rund 2000 Jahren geschehen ist. Ein Kind ist uns geboren. Und mit ihm sollen sich die alten biblischen Verheißungen erfüllen. Und noch heute staunen wir und spüren. Die Geburt Jesu ist etwas ganz Besonderes. Und wie erstaunlich. Immer wieder werden wir ins Staunen gebracht und unsere Herzen werden berührt. Heute Abend, am Heiligen Abend, feiern wir die Geburt Jesu. Vielfach anders als gewohnt. Wir sind nicht in gewohnter Weise beieinander und doch sind wir verbunden mit denen, die wir lieben und die uns etwas bedeuten. Und auch denken wir heute besonders an die Menschen, die leiden unter Hunger, Krieg, Verfolgung und Gewalt. Gott schenkt uns durch dieses Kind in der Krippe Hoffnung und Zuversicht. Und so sprechen wir zu ihm. Gott, wir staunen über das Kind in der Krippe, deinen Sohn. Wir danken dir, dass du durch Jesus zu uns kommst. Gott, die Geburt deines Sohnes Jesus Christus ist eine frohmachende Botschaft gegenüber all den traurig stimmenden Nachrichten der Welt. Sie ist ein Zeichen der Hoffnung gegen die Macht der Verzweiflung. Wir danken dir für dieses Geschenk an uns. Herr, gib Frieden und Hoffnung auf Erden, im Nahen und im Fernen, bei uns und überall, wo Menschen zusammenleben. Amen.
Maria, Josef, die Hirten, die Tiere und wir staunen vor dem, was da vor rund 2000 Jahren geschehen ist. Ein Kind ist uns geboren und mit ihm sollen sich die alten biblischen Verheißungen erfüllen. Und noch heute staunen wir und spüren, die Geburt Jesu ist etwas ganz Besonderes. Und wie erstaunlich! Immer wieder werden wir in Staunen gebracht und unsere Herzen werden berührt. Heute, am Heiligen Abend, feiern wir die Geburt Jesu vielfach anders als gewohnt. Wir sind nicht in gewohnter Weise beieinander und doch sind wir verbunden mit denen, die wir lieben und die uns etwas bedeuten. Und auch denken wir heute besonders an die Menschen, die leiden unter Hunger, Krieg, Verfolgung und Gewalt. Gott schenkt uns durch dieses Kind in der Krippe Hoffnung und Zuversicht. Und so sprechen wir zu ihm. Gott, wir staunen über das Kind in der Krippe, deinen Sohn. Wir danken dir, dass du durch Jesus zu uns kommst. Gott, die Geburt deines Sohnes Jesus Christus ist eine frohmachende Botschaft gegenüber all den traurig stimmenden Nachrichten der Welt. Sie ist ein Zeichen der Hoffnung gegen die Macht der Verzweiflung. Wir danken dir für dieses Geschenk an uns. Herr, gib Frieden und Hoffnung auf Erden, im Nahen und im Fernen, bei uns und überall, wo Menschen zusammenleben. Amen. An dieser Stelle danken wir allen, die den Gottesdienst mitgestaltet haben. Dorothea und Alfred Mandt aus dem Ortsteil Salzberg, Petra Orlishausen aus Rappoltshausen, Lukas Friedrich aus Mühlbach, Familie Osterhaus für die Bereitstellung des Stalles hier in der Gelbachsmühle in Saasen, den Kirchenvorstand in Auer für die Gestaltung der wunderbaren Krippenfiguren. Aus Obergeis war das Bläserensemble Lea Müller, Silke Steinhauer, Tim Batzke, Heinrich Apel und Wilfried Olszewski. Für den Kirchenvorstand in Untergeis war Conny Mohr dabei und für den Kirchenvorstand in Gittersdorf Gerhard Usner. Danke euch allen fürs Mitmachen. Danke besonders auch an Tobias Stübing für den Dreh, den Schnitt und die ganze Technik rund um die Christmette. Dann lege ich Ihnen die Kollekte der Christnacht ans Herz. Weihnachten ist dieses Jahr anders. Das spüren wir. Besonders spürbar ist das für die, die täglich ums Überleben kämpfen. Deshalb ist auch in diesem Jahr die Kollekte für die Aktion Brot für die Welt bestimmt. Geben Sie etwas in Ihrem Pfarramt ab oder überweisen Sie etwas. Bleiben Sie alle behütet. Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Christnacht und eine friedvolle Zeit. Wir gehen in die heilige Nacht und in die kommende Zeit mit dem Segen Gottes. Gott schenke euch Staunen, Gott schenke euch Licht und das leise Raunen, fürchtet euch nicht. So segne euch, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.